What the fuck? Hol doch einfach Polizei, oder? Kupsei Kuh, Mula Mula. Frag mich, ich wurschtpart, ich bin's, Bruder. Hey, ist dein Vater Blumenpflücker? Weil der so eine schöne Blume gegründet hat. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seht Frankfurt. Freunde, ich sag euch wirklich, eigenes Planetarium. Frankfurt ist wirklich drüber und drunter. Überall sind einfach nur Menschen, die interviewt werden wollen. Freunde, mittlerweile ist so eine kleine Zeit. Man fragt sich, warum geht die Liebe auseinander? Warum trennen die sich die Leute? Warum dies, das? Wir fragen die Leute einfach mal, ob die schon mal Fragen sind, wie die fühlen, auf was sie stehen. Deswegen würde ich sagen, Freunde, Frankfurt am Start. Let's go, let's. Gute. Wer bist du? Madi. Madi? Ja. Yeah. Was ist denn das für ein Style, Junge? Der kleine Randnotiz. Leute aus Frankfurt, habt ihr nicht auch so das Gefühl, dass da eine grundaus aggressive Stimmung herrscht? Egal, ich habe immer das Gefühl, oh, nicht falsch schauen. Nicht falsch schauen, Bruder, ich bin neutral. Keine Ahnung, ist vielleicht nur eine Einbildung. Mein Style, Mann. Muss auch so. Ja, stehen die Frauen aus Frankfurt auf sowas? Ist mir ziemlich scheißegal. Machen wir so ein bisschen Rock'n'Roll. Burn it. Ja! Bist du schon mal fremdgegangen, mein Freund? Nee. Nicht? Nee. Wie stehst du zu sowas? Boah, finde ich scheiße. Wenn man nicht mehr zufrieden ist mit seiner Beziehung, dann soll man Schluss machen, sich was zum Bumsen suchen. Ist so. Ganz einfach. Wenn du unzufrieden bist, dann mach Schluss oder ändere was in der Beziehung. Arbeite dran. Bruder, hey! Hey, wa, brate? Wie geht's? Gut? Gut, Bruder, gut. Where from? Albanien. Hey, wo? Kosovo? Kosovo. Kosovo, Albaner? Ja. Yeah. Bist du schon mal fremdgegangen? Wer ist denn hier? Hey, Chico! Digga, wie süß ist er denn? Mach mal so. Bist du schon mal fremdgegangen? Ja, normal. Ja, Mann. Echt? Echt. Wie oft? Viele Mal. Brille? Viele Mal. Okay, wollen wir mal ein bisschen herausfinden, ob du wirklich flirten kannst? Ja, Mädchen. Alles gut? Ja. Was machst du? Digga, jetzt mal no front an die Mädchen heutzutage, Digga. Aber wenn mich ein junge Ewa-Mädchen anspricht, ernst, einfach weiterlaufen. Du musst doch auch einen gewissen, in Anführungszeichen, einen gewissen Wert haben. Und wenn mich jemand mit Ewa-Mädchen anspricht, boah, durchziehen. Nimm deine Beine. Nix. Wer bist du? 15. Hast du Freund? Was? Hast du Freund? Nein. Hast du nicht? Nein. Er hat gerade gesagt, er ist schon mal fremdgegangen. Was hältst du davon? Nicht gut. Warum bist du schon mal fremdgegangen? Weil meine Freundin hat mich ja geärgert, Bruder. Dann geht mal fremd. Berechtigt, oder? Nein. Weißt du was? Was? Ich liebe dich. Oh, und du? Okay, wir sind ready. Let's go, Digga. Mein Bruder will dir etwas sagen. Eine schöne Hunde. Was? Du hast schöne Augen. Ah, danke schön. Voll süß. Und es hat auch noch Spruch. Ja. Das Ding ist, die sieht erwachsen aus, ne? Aber das ist eine Falle. Das ist eine Falle, Mann. Die ist auch 15, 16. Und ich finde, die sieht sogar lieb aus. Das war's. Ja. Er hat auf jeden Fall gesagt, er ist schon mal fremdgegangen. Der obere oder der untere? Nee, der untere. Ja, nicht gut. Was soll ich dazu sagen? Ich kenne ihn nicht. Aber das heißt ja eigentlich, dass er auch viele Frauen haben ja, kann, 16. Ne? Und? Aber du hast so schöne Augen, oh mein Gott. Ich liebe dich. Lass mal das einfach mal gut sein. Hallo? Wer sind wir hier? Der Jens. Und? Ryan. Okay, Jungs, seid ihr schon mal fremdgegangen? Nein. Wirklich? Ja. Hattest du schon mal Freundin? Nein, noch nicht. Kein Wunder. Wie ist bei dir? Ding, wenn du siehst, also guck mal, ja, ich bin fremdgegangen. Aber es war ein bisschen länger her, so. Es war aber auch einfach, weil ich wollte gar nicht mehr mit der zusammen sein, aber ich wusste nicht, wie ich Schluss mache. Checkst du? Ich finde es eine sympathische Art und Weise, Schluss zu machen, wenn man fremd geht. Ja, Bruder. Also ich weiß es nicht. Wie ist das Ganze? Naja, jetzt schon, ne? Hast du nicht ein bisschen so Schmerzen gehabt im Herzen? Ich wollte, dass sie es herausfindet, damit sie Schluss macht. Weil ich konnte nicht Schluss machen, die hat mir leid getan. Ja, warum hast du es nicht einfach gesagt? Ich kann nicht. Ich habe ein zu gutes Herz dafür. Boah, Junge, falls du mich hörst, Bruder. Bei allem Respekt, guck mal, ich bin kein guter Mensch. Ich bin aber auch kein schlechter Mensch, weil ich nicht die Person bin, die über gut und schlecht urteilt. Aber glaub mir, wenn du fremd gehst, sick dir, du kannst nicht im nächsten Satz sagen, ich bin ein guter Mensch. Wow, Digga. Was willst du von deinen Jungs hören, Playboy? Habibi, ey Bruder, du hast so ein gutes Herz, ja, dass du ein bisschen Rücksicht auf sie genommen hast. Hä? Was? Was ist Scheiße? Jungs, warum riecht sie so nach illegalen Substanzen? Bruder,
Normal hier. Hier. Ich hab gerade einen Joint geraucht. Normal hier, Konsti halt. What? What? Was geht? Mal fremdgegangen. Ja, Mingi. Ja, Bruder, einmal. Wie ist das abgelaufen? Schlecht. Also ich hab's ihr gesagt, so, ja, ich bin fremdgegangen. Immerhin, Digga. Wie ist es bei dir? Ich bin auch so zweimal fremdgegangen ungefähr. Ich war ein bisschen angetrunken, also nicht besoffen jetzt. Ja, meine Freundin war halt weg in Rumänien, weißt du, und die andere... Digga, jetzt mal Real Talk. Und das ist ein krasser Call. Ich glaube, heutzutage ist Fremdgehen so wie Hallo und Tschüss, ne? Und jetzt lehne ich mich nicht mal aus dem Fenster, sondern jetzt lese ich Facts. Und ihr kennt Eli von seinem Streamen und ihr kennt Eli in seinen alltäglichen Vibes, ne? Eine Person, die das niemals machen würde, und dafür lege ich meine beiden Beine ins Feuer, ist Eli. Der verbringt nicht mal einen Gedanken darüber, ne? Der verbringt nicht mal einen Gedanken darüber. Sid, bei Sid kann ich nicht sagen. Er hat keine Freundin oder hatte eine Freundin. Also ich weiß gar nicht, wie er in Beziehung ist. Also wenn er eine Freundin hätte. Hier hat mich angemacht, weißt du. Und Bruder, wir haben so ein bisschen geredet so und dann zweite Tag haben wir uns getroffen. Ach, nur getroffen? Ja, nur getroffen und... Was und? Bumser, Bumser. Digga. So, ich war im Club und ich hatte halt damals eine Freundin. Dann habe ich halt so ein Mädchen kennengelernt, der hat mit mir so geredet. Also der hat mich angesprochen, ich habe getrunken. Ja, und dann kam es eins zum anderen. Ja, der hat mich gefragt, ob ich gucke. Ja. Und wie ist es beim anderen Mal gewesen? Beim anderen Mal war so, das war ihre Cousine. Ist wenigstens in der Familie geblieben, ne? Ist ja nicht so. Familiending. Freundin haben und Club gehen, absolutes No-Go. Digga, ich bin da gar nicht so. Also ich sag, wer bist du? Du darfst niemanden, einem Menschen verbieten oder sagen, was er nicht zu machen hat oder was er darf und was er nicht darf. Am Ende darf er machen, was er will. Ich glaube, eine Beziehung beruht wirklich auf das Große und das ist dieser Punkt. Und wenn das weg ist, dann geht eine Beziehung immer den Berg ab. Vertrauen ist das A und O. Wenn du Vertrauen in deiner Freundin hast und sie die gewissen Manieren, wie man sich zu verhalten hat, wenn man in einer Beziehung ist, im Club, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann ist das vollkommen in Ordnung, Real Talk. Und du als Typ auch. Du kannst als Typ feiern gehen, du kannst auch mit deinen Jungs feiern gehen. Aber wenn deine Freundin weiß, dass du eh im Club dich voll jagst und irgendwelche Frauen bist, ja, Bruder, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn deine Freundin Stress macht. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann so wieder zweierlei Maß. Ich reiß klein halt, weißt du? Meine Meinung dazu geht gar nicht, ne? Das, Bruder, nach dem hab ich auch nicht gemacht. Sag mal Entschuldigung an deine Ex-Freundin. Es tut mir leid. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wie geht's? Gut, und dir? Ein bisschen auf Jungsjagd? Ja. Und deswegen haben wir hier die Boys. Komm, du kennst doch Candy Crush, gell? Ich bin dein Candy, du bist mein Crush. War der gut? War okay. So von 1 bis 10? Frage ist, was ist, wenn sie fremd geht? Bruder, dann soll es so sein. Dann hast du einfach den perfekten Beweis, dass es nicht deine Frau fürs Leben ist. 7. Wie findest du den allgemein? Sieht normal aus. Aber was findest du sonst nice bei so Jungs? Die Augen. Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Fremdgehen ist ja eine Entscheidung. Absolut. Was hältst du davon? Was denn? Von Fremdgehen? Ist scheiße. Hast du es schon mal gemacht? Nein, ich hab noch nie eine Freundin. Ist es für dich ein Problem, dass er noch nie eine Freundin hatte? Ey, voll süß. Wollt ihr mal Nummern austauschen oder wie? Ich weiß, du findest mich hübsch so. Willst du meine Nummer haben? Ja, so, perfekt. Nicht mehr reden. Mein Handy ist leer. Also gibst du ihm die? Ja. Hast du gesehen, Junge? Einfach mal den Mannchen, einfach mal da sein. Yeah. Einfach mal zeigen, dass du einen dicken Pimp in der Hose hast. Ja, yeah, verstanden. Und dann klappt das auch mit den Weibern. Bruder, weißt du, wie das funktioniert? Yeah. Du tippst einfach rein. Candy Crush. Guck mal, wie süß ich dich eingespeichert habe. Oh, süß. Weil du bist ja so süß wie ein Candy. Na? Hi. Was machst du? Wir chillen ein bisschen. Bisschen Boys? Nein, ich hab einen Freund. Bist du der Freund von irgendjemandem? Nein. Was haltet ihr von dem? Findet ihr den hübsch? Nein. Gar nicht mein Typ. Das ist mein bester Freund. Das ist eine gute Freundin von mir und ja, gleichzeitig die beste Freundin. Wie sieht's aus, Bruder? Du findest ihn aber ganz gut, oder? Ja, Bruder, so geht klar. Findest du ihn gut? Hübsch? Geht fit. Wie findest du deinen Style? Von 1 bis 10? Ja, sein Style einfach so. 10. Was scheitert an der Beziehung so? Ich kann ihn nicht lieben. Er ist wie ein Bruder für mich. Und bei er dir? Ist traurig. Also bei mir ist halt auch so. Sie ist halt auch wie eine Schwester für mich. Ne? Das wollte ich mal kurz erwähnen hier. Und ja, was an einer Beziehung nicht geht bei der, dass sie halt immer aggressiv ist und sehr eifersüchtig. Seid ihr schon mal fremdgegangen? Ja.
Ich meine es in einer Beziehung sehr ernst und da würde ich auch die Beziehung nicht so aufs Spiel setzen, indem ich meinen Freund fremdgehen würde. Bruder, warum der fremdgehen? Man braucht eine Versicherung. Da hast du 10 Weiber, Bruder. Wenn die eine geht, hast du die andere. Wenn die andere geht, hast du die andere. Bei dir keine Versicherung. Hast du denn schon mal fremdgegangen oder was? Also nicht fremdgehen, also ich nenne das mal nicht so, aber wenn halt die andere. Hä, ich denke, ist dein Bruder. Ja, er ist ein Bruder für mich, also mein Bruder hat, aber er ist mir fremdgegangen. Ja, er ist mir fremdgegangen. Was? Aha, Boris. Und du warst mit den beiden zusammen? Ja. Ja, Bruder. Hast du es denen richtig? Zum Glück nicht. Ich wollte nämlich einen Millimeter Sch*** in mir haben, wollte ich nicht haben. Sie weiß ja, wie der geschmeckt hat so und wie groß der war. Ich glaube, das ist für beide die Antwort dafür. Sag mal, welche von den drei findest du denn, oder vier, nehmen wir den mit, findest du am hübschsten? Die ist eine 10 von 10, die eine 8 von 10 und die eine 7 von 10. Er ist mir fremdgegangen mit einer Stella. Fremdgehen heißt es, wenn man mit einer Person was gewisseren Körperkontakt hatte. Nicht nur Fremdgehen. Fremdgehen ist nicht nur Körperkontakt. Das sind auch die Sachen, wenn du hinter einer Freundin mit Leuten rausgehst. Nein, wenn ich mit einem Mädchen draußen bin und ich hab eine Chaya und ich nichts mit der mache, warum soll es dann Fremdgehen sein? Wenn du hinter meinen Rücken mit der rausgehst und mir das nicht sagst, ist es auch Fremdgehen. Ja, das ist wirklich Fremdgehen. Also ich sehe das als Fremdgehen. Wisst ihr, so Jungs nennt man Fuckboy, aber mich nennt man Playboy. Das ist halt die pure Wahrheit so. Willst du es mal zeigen, oder? Oh, wir müssen gucken, ob er es schafft oder nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Du brauchst keine Introduction, ne? Du kannst es einfach so. Okay, bitte. Und film mal nochmal seinen Körper kurz von oben nach unten. Ein Mann, wie er im Buche steht. Guck mal, ich hab dich gesehen, du bist halt voll süß so. Könnt man dein Insta haben, so ein bisschen was zu Anfang, so freundschaftlich und so. Und ja, du bist halt süß. Freundschaftlich, okay, alles klar. Das glaubst auch nur du, oder? Wie findest du den denn so? Vom Auftreten? Er ist nicht der beste Anmarsch, Bro. Bruder, du hast ein bisschen... Hey, ist dein Vater Blumenpflücker? Ich glaube, der hat da eine sehr schöne Blume, wie soll ich dir das mal sagen, gemacht, ne? Also, eins kann ich sagen. Weg. 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 Das tat auf jeden Fall weg. Bruder, weg. Hä? Bruder, ist ihr Vater Blumenpflücker? Und sie fragt, warum? Weil der so eine schöne Blume gegründet hat. Gegründet? Ja. Komm, Bruder, einen hast du noch, oder? Einen hast du noch. Ist deine Mutter Diamantensammlerin? Warum? Weil ich in deine Augen geschaut habe, sie funkeln wie Diamanten. Ja, den habe ich halt auch schon mal im Kindergarten gebracht, ne? Kann man sich so kennenlernen? Es muss ja nicht Freundschaft sein. Ich bis du mich liebst. Der ist gut. Habt ihr euch nicht kurz mal so vorgestellt? Der ist gut. Stellt, wie er so richtig loslegt, der Bre. Nee. Sieht das der zusammenbricht oder so? Das hast du jetzt gesagt, nicht wir. Nein, ich mach nur Spaß. Bruder, ich feier auf jeden Fall, dass du Selbstbewusstsein hast, weil das haben schon mal die wenigsten. Ja, das stimmt. Aber so all in all, hat nicht gereicht. Nee, sorry. Wir haben hier auf jeden Fall wieder schöne Damen, ne? Und heute wird noch gedingst, oder? Ja. Yeah. Also gedanced. Gedanced. Lässt du heute die Sau raus, oder? Heute geht's darum, wir haben hier einen Bre. Ein Bre, hübsch, wie Gott ihn geschaffen hat. Ja, Mann. Wie findet er erstmal optisch? Macht schon was her, oder? Ja. Okay, du performst jetzt ein bisschen, zeigst, was du kannst, rein in die Masse. 06069, Frau! Ich bin auf Frankfurter Main und ich chill aus U3, wo man sein muss. Schieße sogar auf den Bullen mit der Uniform, weil er ist ein Hurensohn. Krass, weil du ziehst Hasch. Ich komme von der Straat, wurde wieder angeklagt. Wieder bin ich nach der Jagd, wieder jag ich nur mal Schnapp. Wieder komm ich von der Straat. Ewa, Cousin, macht mal Lärm für den Bre! Gänsehaut bekommen. Mach noch mal einmal. Wenn es sein muss, schießt sogar auf den Bullen mit der Uniform, weil er ist ein Hurensohn. Ey, du denkst, du bist krass, weil du tickst wie der Hasch, komm wieder von der Straat, wurde wieder angeklagt, wieder bin ich nach der Jagd, wieder hergeschnitten, schnapp, wieder komm ich von der Straat. Wow, ganz viel, ganz viel, ganz viel. Nein, nein, nein. Der Nächste. Wurdest du schon mal betrogen? Nein. Belogen? Oft. Oft genug. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt in der Beziehung? Ja, schon. Meine letzte. Ich wurde... Ewa, ich bin diese von Frankfurt. Diese Sprung Frankfurt auf Insta. Ewa! Ja, was hältst du? Ich wurde geschlagen und mir wurden Sachen verbietet. Ich wurde angemotzt, als ich mit meiner Tante bei Netto war. Warum hat er das gemacht? Oder? Ich weiß nicht. Weil es hat genau am ersten Tag angefangen. Am ersten Tag hat er dich umgehauen? Ja, hat mich angeschrien und so. Der, okay. Ich habe zwei Sachen dazu. Finger weg von Frauen. Finger weg von Frauen, glaub mir. Finger weg von Frauen. Niemals eine Frau hauen. Wo geht denn sowas? Zweitens, ich check die Frauen nicht, die sich in einer Beziehung hauen lassen und dann bei der Person bleiben. Ich will jetzt keine Riesendiskussion machen, aber warum bleibe ich bei diesem Typen? Das ist der haut dich, der gibt dir was Negatives und so.
Ich check das nicht. Er hat mich auch mal als Schlampe bezeichnet. Das hat er sich letztens wieder an mich rangemacht. Er hat an den Tag mit seiner Freundin Schluss gemacht, hat sich an mich rangemacht. Er hat gemerkt, es klettert, dann war er wieder mit seiner Freundin zusammen. Digga, what the fuck? What the fuck, Digga? Einfach geklaut. Du hast die Geld. Komm weg, laufen! Und dann einfach angegangen. Gib mir doch einfach das Geld. Ja, ist doch kein Problem. Ich zahle euch die ganze Mühe. Ich bin doch reingekommen. Wo denn? Hol doch einfach Polizei, oder? Alle von deinen Freunden auf. Ey, ich bin Isisch aus Frankfurt. Ich heiße Isisch.Frankfurt mit 2 T am Ende. Auf nebenbei, Digga, guck mal hier. Wie lang? Wenn ich dir schreibe, kann ich mein Insta auch gleichzeitig löschen. Ey, ist die dumm. Die brauchen eine halbe Stunde, Digga. Die brauchen eine halbe Stunde, um zu kommen. Warte, ich erkläre das kurz, Digga. Wenn halt irgendjemand die abgestochen mit irgendwas, wenn man halt erst nach 15 Minuten da ist, Bruder, dann passiert halt auch nichts mehr, ne? Boah, ganz schwierig, Digga. Guck mal, eigentlich wollten wir darüber reden. Psycho, Psycho, Mula, Mula. Frag mich nicht, wo ich gerade bin. Nicht, Bruder. Seid ihr Rapper oder was? Ja, Mann. Wir werden Rapper. Wie ist dein Name? Lelo. Lelo 069er. Tschüss. Ey Bruder, ich liebe dich! Yeah? Tom Supreme, Mann! Yeah, oh mein Gott, Tom Supreme, was geht ab, Mann? Guck mal, eigentlich geht's um Betrügen, aber ich glaube, du bist. Baba, Brille! Betrügen? Alter, ich hab noch nie eine Freundin. Wieder. Oh, seht ihr? Ach so, ey, du hast eine Baba-Brille. Ich weiß. Ist die Drogendealerin? Ja. Wir werden nächste Pablo Escobar. Wir werden Pablo Escobar irgendwann. Wir sind rich, weißt du, wir machen. Weißt du? Aber die. Ja. Mach mal kurz einen anderen Spruch. Flirte sind. Ach so! Ey, ja, die werden Mensch so krass auf die Fresse fliegen, ne? Die werden so krass auf die Fresse fliegen in ihrem Leben. So, die sind jetzt vielleicht 16, haha, hihi, gehen alle noch zur Schule. Und Mama ist ja noch da und Mama fängt dich irgendwo auf oder Papa. Mann, mit 22 heißt es dann nicht mal ey, wow, bla, bla, stuff, stuff, sondern dann heißt es Leben, Arbeiten, Geld verdienen. Was geht ab? Allein, ich wurde einfach gekauft. Ja, komm her, komm her. Dieser Junge ist prominent. Ich liebe dich, Montanaberg. Warte, du bist der Beste. Du hast sehr schöne Augen. Dankeschön. Die Augen sind das Tor zur Seele. Weißt du, ich habe dich gesehen und du bist eine ruhige Seele. Eine wirklich sehr ruhige Seele. Und das passt zu meinen Eigenschaften, dich als Stern zu erkunden. Ich lade dich zu meiner Galaxie ein. War der gerade Freestyle oder was war das? Das war Freestyle, ja. Hey, aber ich bin gedacht. Jeder Mensch ist ein Gewässer und eine Galaxie, ein Stern. Jeder Mensch gehört zu einer Galaxie. Ich habe noch nie so einen guten Anmachspruch gehört. No joke. Und? Bist du dabei? Ja. Nimmst du die Einladung an? Aber ich habe leider jemanden im Auge. Du kannst ja auch mich im Auge behalten. Wen hast du denn im Auge? Jeder kann sein Weg. Nein, wir haben. Ich habe keinen Quatsch, ist nur so Kennenlernphase gerade. Lern dich doch mal mit ihm kennen. Aber der an. Was mit dem anderen? Ist der ein bisschen hübscher? Ja, ist auch Kroate. Kann man nichts machen. Aber trotzdem war der Spruch süß. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich auch. Ich wünsche dir einen sehr schönen Lebensweg. Ja, ich habe eine Weisheit, die habe ich wirklich selber erfunden. Und zwar das Leben. Das Leben. Ein einfaches Konzept, aber es ist dennoch komplex. Da bin ich. Merkt euch die Worte. Weisheit von... Digga, mach einen Abgang, leg dich schlafen, Digga.